Herzlich willkommen zu einem Podcast des Projektes OER für die Lehrkräftebildung, Handlungsstrategien für heterogene Klassen der Universitäten Oldenburg und Vechta, gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Zusammenarbeit mit der Universität Flensburg. Dann herzlich willkommen hier zu unserer ersten Podcast-Folge und wir steigen gleich mit einem Knallerthema ein, denn wir machen nichts anderes als guten Unterricht als Thema. Mein Name ist Nils Wiedemann und bei mir ist Professor Dr. Clemens Hinbrand, den ich heute einfach mal Clemens nenne. Ich denke, das ist okay, oder? Voll okay. Okay, hallo Clemens. Hallo Nils. Ja, wir sprechen ja, ihr habt ein Projekt und unser erstes Thema, wo wir das Ganze so ein bisschen unterfüttern wollen, ist jetzt guter Unterricht. Und ich habe das mir so ein bisschen angeguckt, denn ich bin ja sozusagen jemand von außerhalb. Und meine erste Frage war, wie mutig muss man sein, um zu sagen, wir geben jetzt den Weg zum guten Unterricht vor. Also es hat was von Pioniergeist, Indiana Jones. Von daher, ja, wie kommt man dazu? Ja, ich sag mal, wollen wir nicht guten Unterricht machen? Brauchen wir nicht so einen Mut, um uns da auf den Weg zu machen? Also eigentlich will das jeder Lehrer, will jede Lehrerin guten Unterricht machen, denke ich mal so. Also versucht es halt immer. Auf jeden Fall. Ja. Also, aber du würdest ja auch sagen, wir würden jedem Archäologen zeigen, wie man Indiana Jones ist. Nein, also was ist denn für dich, wo du sagst, das sind Merkmale vom guten Unterricht? Das ist sozusagen irgendwas aus der Ist-Situation oder auch aus Zielen, die wir haben. Wo soll es da hingehen? Ich sag mal, was du gemeint hast mit dem Mut, ist natürlich schon so, auf was stützen wir uns? Was legen wir als Kriterien an? Das ist schon eine wichtige Frage, die du damit implizit ja auch gestellt hast. Und jede pädagogische Konzeption, jede didaktische Konzeption sagt natürlich, das ist das, was zum guten Unterricht gehört. Das musst du machen, dann wird der Unterricht gut, dann lernen die Schüler gut, dann sind die zufrieden und so weiter. Und da muss man natürlich transparent sagen, da hat sich die Vorstellung hat sich deutlich geändert. Wenn wir uns vor 30, 40 Jahren unterhalten hätten, da hätten wir ganz andere Themen angesprochen. Heute würde ich sagen, wir gucken darauf, was eine gute empirische Forschung identifiziert. Also die Forschung, die untersucht ja, wann lernen Schüler denn gut und was hilft denen, gut zu lernen? Aber nicht nur im Sinne von akademischem Lernerfolg, also wann habe ich was verstanden, wann komme ich weiter, wann kann ich selbstständig Aufgaben lösen, sondern auch, wann sind die Schüler zufrieden? Also wann erleben die sich als gute Lerner? Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Und der zweite Punkt, können die auch gut miteinander? Also ist das Soziale auch gelungen? Denn eigentlich guter Unterricht macht sich nicht nur daran fest, ich kann jetzt die 1x1-Reihen perfekt oder ich kann die Geschichtszahlen auswendig, sondern da gehört ja auch dazu, es hat mir Spaß gemacht zu lernen. Ich finde das Thema interessant und ich finde Lernprozesse selber zu gestalten, finde ich toll, mache ich gerne. Das beflügelt ja für die Zukunft und auch ich lerne mit anderen gerne. Da sagt uns die Wirtschaft, das sind die Soft Skills, das brauchen die, das müssen die mitbringen, damit die bei uns im Team mitarbeiten können. Und das ist auch Aufgabe der Schule, sagt die Wirtschaft. So, dann kommen wir jetzt und gucken, Mensch, was sind denn die guten Kriterien, die diese drei Dimensionen zusammenführen? Sodass die wirklich einerseits natürlich gut Inhalte erwerben, kognitiv durchdringen, selbstständig verarbeiten können, aber auch das im Miteinander und dass sie dabei auch so einen Erfolg erleben. Das sind so die Kriterien, die typischerweise angelegt werden, wenn wir heute auf Basis von dieser empirischen Forschung über guten Unterricht reden. Wenn du mal so auf deine, also neben dir natürlich dem Ansatz, Objektivität durch empirische Forschung herzustellen, wenn du mal so an deine eigenen Erfahrungen denkst, hast du guten Unterricht erlebt? Ist das was, wo du sagst, ah, das ist sowas, da habe ich sowohl persönlich als auch inhaltlich einfach genau das erfahren, wo ich sagen würde, das wünsche ich anderen? Mhm. Doch, also das habe ich mehrfach, also würde ich sagen. Willst du jetzt Beispiele hören? Oder? Naja, meine Frage war nur, ist das was sozusagen, wo man sagt, man hat auch aus persönlicher Erfahrung einfach ein Gefühl dafür, weil das ja wahrscheinlich auch so dazugehört. Mhm. Und wo du sagst, das ist ein Beispiel, wo jemand ohne... Also der hat natürlich auch theoretische Grundlagen gehabt, aber meine Frage war, ist das was sozusagen zukünftig anzustreben ist oder was man sagt, wenn das gibt es und das müssen wir aber gucken, dass wir das einfach auch jetzt in den Handwerkskasten, in den Werkzeugkasten mit reinpacken. Also wenn ich mal an meine Grundschulzeit zurückdenke, immer dann, wenn es spannend wurde. Ich sag mal, typisches Fachgeschichte.
Und die Lehrerin konnte tolle Geschichten erzählen. So, das hat mir Spaß gemacht. Oder das war, hat ja oft auch einen Bezug zu meinem Leben gehabt. Also das war dann oft Geschichte aus der Region. Super. Da sind wir dann vielleicht mal hingefahren oder haben uns das angeschaut. Und dann konnte man die Geschichte dazu erzählen, eine Legende oder so. Da hatte ich einen Bezug dazu. Das war ein Punkt, den ich, glaube ich, gemerkt habe, wo ich gerne gelernt habe. Wo ich gemerkt habe, da habe ich was behalten und das hat Spaß gemacht. Und das andere ist natürlich schon auch, wenn du merkst, okay, die will dir was vermitteln, die Lehrerin, weiß ich von meiner Französischlehrerin, die will dir was vermitteln, die traut dir auch was zu und die gibt dir auch eine Rückmeldung, guck mal, das habt ihr jetzt gelernt, da seid ihr einen Schritt weiter. Das haben wir gemacht, ihr könnt das jetzt und zwar nicht nur jetzt die Inhalte, sondern auch, wie gehe ich dabei vor. Ich habe zum Beispiel, in der Schule habe ich intensiv gelernt, mit Texten umzugehen. Und das war eine super Voraussetzung, das haben wir schon im Sek-1-Bereich gemacht, super Voraussetzung, selbstständig dann zu lernen. Und das sind einfach so, wo du auch merkst, hoppla, da habe ich was gelernt, was mir hilft, was ich dann anwenden kann, was ich dann auch auf andere Fächer, dann nicht nur in Französisch, sondern auch auf Deutsch oder selbst auf Chemie, wo ich dann Texte dann gemerkt habe, ah, so, jetzt kannst du die da auch entnehmen und lesen. Und das waren so Erfahrungen, neben dem, was inhaltlich spannend war, auch so, ich sag mal so, wo man merkt, hoppla, da habe ich jetzt eine Fertigkeit, die ich anwenden kann. Wann bist du denn dazu gekommen, das so zu merken? Oder habe ich was gelernt, was mir jetzt was bringt? Weil ich habe in meiner Rückschau schulisch immer zu spät gemerkt, dass die Sachen mir was gebracht haben. Ja. Ist das, wo du sagst, das wäre so ein Ansatzpunkt, da müssen wir, ich weiß nicht, ob man es Transparenz nennen kann oder, also weil das ist, glaube ich, sowas, wie, ich könnte das auch jetzt sagen, aber ich weiß, dass ich das als Schüler nicht gesagt hätte. So, wie kriegt man das hin? Ja. Also das kann ich gut nachvollziehen. In vielen Bereichen habe ich das auch viel später erst gemerkt. Also zum Beispiel jetzt so Fremdsprache, dann so einen Ausflug dann mal zu machen, vielleicht auch Familienurlaub in diesem Land oder wo diese Sprache gebraucht wurde und dann zu merken, boah, du kannst was bestellen, du kannst eine französische Vermieterin, kannst du bezirzen, dass sie doch der Familie eine Wohnung gibt oder einen Campingplatz, wo du überzeugen kannst, wir sind eine nette Familie. Das sind so Erfolgserlebnisse. Und da habe ich gemerkt, ja, da hast du was gelernt. Und manche Sachen merkst du erst wirklich viel später. Also im Studium habe ich gemerkt, Mensch, was wir da gemacht haben, dieser Textarbeit, das war mühsam, aber da hast du was davon. So. Da gebe ich dir 100% recht, das wäre super, wenn man das früher merken würde. Und das ist das, was wir heute als ein Kriterium von gutem Unterricht sagen würden, Feedback. Also Rückmeldung zu geben, das hast du gelernt, das kannst du jetzt. Und guck mal, so weit bist du jetzt. Und diese Rückmeldeschleifen, das ist das, wo auch Hattie, ja, bekannter Name in der Forschung, wo Hattie sagt, das ist der Schlüssel. Lernen sichtbar machen. Also Feedback zu geben, guck mal, da bist du einen Schritt weiter. Das ist das, was Lernen motiviert und wo ich auch ein Gefühl dafür kriege, da bin ich ein Stück weiter. Gibt denn dieser Ansatz auch, also dieses Feedback auch ein Ziel aus? Also weil dieses, du hast das gelernt, ist ja so das eine, der Traum, eine französische Vermieterin zu bezirzen, den müsste man ja dann als Ausblick dann irgendwie auch damit einstellen. Also bezieht es das mit ein? Also diesen ist ja nicht nur, du kannst jetzt Texte erfassen, dann hätte ich als Jugendlicher immer noch gesagt, okay, super. So, sondern die Frage ist ja, wie können wir das in diesen auch zukünftigen Lebensalltag, Berufsalltag einbinden? Ja, genau. Also das wäre dann nicht so sehr das Prinzip des Feedback, wo du mehr so sagst, okay, das sind die Ziele, die sind ein Stück weit gegeben vom Curriculum. Also wo man sagt, Mensch, das sind eigentlich Ziele, unsere Curricula wollen Ziele definieren, die für die Teilhabe in der Gesellschaft wichtig sind. Also was brauche ich, damit ich mein Leben selbstständig gestalten kann? Dieser Rückbezug muss eigentlich immer deutlich gemacht werden bei den Zielen. Und da greift dann das Feedback drauf zurück. Aber das musst du eigentlich zu Beginn von zum Beispiel einer Lernsequenz, musst du es deutlich machen, musst denen sagen, Mensch, guck mal, wenn wir uns in Geschichte über Drittes Reich unterhalten, da geht es nicht nur darum, dass wir das wissen, wie es in der Geschichte war, sondern dass wir sensibel werden, was ist unsere Geschichte, von was komme ich, aber auch wo sind die Gefahren für heute. Und das sind so Punkte, die musst du eigentlich zu Beginn eines Lernprozesses deutlich machen. Wo wollen wir hin und warum wollen wir dahin? Und das wäre so, da gibt es andere Verfahren, die das ganz gut verdeutlichen können. Wir haben so Projekte gemacht mit dem sogenannten Advanced Organizer, wo man auf einem Plakat deutlich macht, darum geht's mit dem Ziel. Und das, weißt du, das ist dann so ein Gesamtkonzept. Das ist nicht nur ein Prinzip, sondern du hast halt natürlich mehrere Unterrichtsprinzipien, die du so einsetzen kannst, damit das insgesamt für den
Schüler, für die Schülerin einen Überblick gibt über den Lernprozess. Also ich glaube, damit haben wir so einen Einstieg, glaube ich, jetzt geschaffen, was sozusagen der Begriff guter Unterricht und was das Projekt auch möchte und was das alles mit Inklusion zu tun hat und ob man das überhaupt ohne einander denken kann. Darauf kommen wir dann gleich im nächsten Teil. So, wir machen weiter. Wir haben es ja eben schon angedeutet. Wir kommen jetzt zum Thema guter Unterricht und Inklusion. Und wir steigen einfach mal ganz groß ein und ich frage, ist guter Unterricht überhaupt ohne Inklusion zu denken? Ja, du ziehst es eigentlich so andersherum auf und es ist total spannend, dass du die Frage so rumstellst. Ich verdrehe sonst gerne so die Position, Inklusion braucht guten Unterricht. Aber du hast natürlich völlig recht. Guter Unterricht nimmt die Unterschiedlichkeit der Lernenden ernst. So, das ist jetzt so ein plakativer Ausdruck, ne, sage ich mal. Zack, Thema beendet. Ja, stimmt sofort jeder zu, und er schreibt. Aber ganz im Ernst, auch wenn keine Kinder mit Behinderung im Klassenzimmer sind, du hast unheimlich unterschiedliche Ausgangsstände. Ich erzähle mal so ein bisschen. Wir haben eine Erhebung gemacht, Grundschulbeginn, also Übergang Kita-Grundschule. Was bringen Kids mit aus der Kita, aus ihrem Vorkenntnis, aus ihrem Lebenskontext im Bereich Mathematik? Wir haben da Kinder, die lernen gerade erst so, was ist eine Zahl? Die können Mengen so, das ist viel, das ist wenig unterscheiden. Es gibt Kids, die können dir schon erklären, wie Multiplikation geht. Und das zu Beginn der Schulzeit. So, wir in der Schule tun aber dann oft so, das ist das Curriculum, das muss man im ersten Schuljahr, im zweiten Schuljahr so, als ob alle im gleichen Tempo genauso schnell lernen. Oder du hast ja auch Kids, ich weiß nicht, wie alt deine sind, aber man kann sich so die Frage stellen, in dieser Phase, die wir als Pubertät bezeichnen, also dann, wenn Eltern schwierig werden, sollte man da nicht einfach mal 2 Jahre aufhören mit der Schule, weil da bleibt nicht viel hängen, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich. Da ist er noch nicht, Gott bewahre. Ich glaube, derzeit habe ich dann noch Urlaub. Okay, ja, es ist besser, dass ich dort verwahrt werde. Ne? Also. Bisher so pflegeleicht, das ist einfach, okay. Es ist erschreckend. Ich glaube, die Rechnung kommt noch. Die kommt noch. Ja, das wird schlimm. Doch. Wende dich vertrauensvoll an die Sonderpädagogik. Du weißt auch nicht, wie es geht. Also ich sag mal so, die Unterschiedlichkeit jedes Lernenden, die ist so. Und die kannst du mit wunderbaren diagnostischen Verfahren kannst du dir erheben, bloß was machst du dann im Unterricht draus? Und das ist der Punkt, wo dir natürlich heute diese Kriterien, was guten Unterricht ausmacht, helfen. Wie kannst du zum Beispiel diese Unterschiedlichkeit trotzdem zum gemeinsamen Lernen führen? Wir haben diese Peer-Verfahren, wo Schüler gegenseitig sich unterstützen im Lernen. Das ist so ein wichtiges Thema. Das muss man gut machen, dann klappt es aber auch gut. Und dann profitieren alle Schüler. Also sowohl die Starken profitieren, weil die vermitteln nochmal was. Da lernen sie etwas tiefer zu durchdringen. Und schwächere Schüler, die nicht so weit sind im Lernprozess, die bekommen dann die Unterstützung, die sie brauchen. Und das sind so Punkte, so Aspekte, wo du merkst, okay, guter Unterricht braucht Inklusion, weil wenn du ernst nimmst, guten Unterricht zu machen, dann schaust du dir die Schüler auch genau an. Das hängt also ganz eng zusammen. Und natürlich auch andersherum, damit es gelingen kann, brauchst du ein Wissen und ein Können. Wie geht denn guter Unterricht? Was braucht man denn dann, um... Also damit Inklusion oder sagen wir guter Unterricht stellen, das ist vielleicht einfach mal gleich. Ja, warum, wenn das gelingt? Also weil ich habe immer das Gefühl, okay, Ansatz, ja. Ich glaube, da sind sich sehr viele Leute einig. Die Frage ist ja immer, welche Ressourcen habe ich und wie organisiere ich das darum? Also ich sehe jetzt ganz oft Grundschullehrkräfte und dann denken wir mir, ja, okay, die haben vormittags Unterricht und Mathearbeiten kann man ja 5 Minuten korrigieren. Aber es geht ja, also da finde ich es ja, dass er mit der Heterogenität auch einfach nochmal, aus meiner Sicht nochmal krasser, weil da ja erstmal jedes Kind auftaucht. Und wie kann ich als Lehrkraft Zeit finden oder das so organisieren, dass ja, mir nicht die Hände gebunden sind von anderen Faktoren, um das wirklich zu leben? Da müsste man dann einerseits vielleicht so ziemlich in die Details gehen. Auf der anderen Seite, was ist das grundsätzliche Konzept? Grundsätzlich kann man sagen, wir bieten erstmal als Basis für alle einen guten Unterricht an. Damit, ich sag mal, das führt ja bei 80% zum erfolgreichen Lernprozess, wo sie auch zufrieden sind, wo man gut miteinander klarkommt, wo man positive Lernerfahrungen macht, also auch in den Emotionen gut zufrieden ist. Wie gesagt, wenn man diese Kriterien anwendet, sieht man, Mensch,
Für die allermeisten Schüler ist das wunderbar. So für 20% sagt man, da brauchen wir mehr Unterstützung. Das sind die Schüler, die vielleicht mit Risikofaktoren in die Schule kommen, wo man wenig Unterstützung hat zu Hause. Risikofaktoren können so biologische Faktoren sein, aber auch psychische Faktoren, Angst oder sehr schüchtern oder Aufmerksamkeitsprobleme. Da braucht man vielleicht mehr Struktur, da braucht man auch nochmal eine besondere Unterstützung, da braucht man nochmal Lernschritte, die differenzierter sind, damit man auch zum Erfolg kommt. Und dann gibt es eine kleine Anzahl, so 1-2%, wo wir wirklich dann auch von Beeinträchtigungen sprechen, wo wir wirklich ganz intensiv individualisiert schauen müssen. So. Und wenn man das so systematisch aufbaut, man nennt das dann Mehrebenensystem, dann ist dieser präventive Gedanke im Vordergrund. Und das hilft uns doch tatsächlich, einerseits die Kirche im Dorf zu lassen, also nicht, ich muss jetzt für jeden einzelnen Schüler einen Unterrichtsplan machen. Das ist eine Überforderung. Aber ich habe einen Grundstock, und darauf aufbauend gibt es spezifische Hilfen. Dazu kann man verschiedene Lernmaterialien nutzen, dazu kann man verschiedene Lernsituationen gestalten. Digitales Lernen ist dann eine große Hilfe. Also da gibt es eine Bandbreite an Möglichkeiten. Und das führt insgesamt zu einem Denken, ich versuche Lernen möglichst barrierearm zu machen. Das finde ich ganz spannenden Gedanken. Also mit Barrieren können wir Behinderung gut in Verbindung bringen. Und jetzt versuche ich also den Unterricht barrierearm zu machen. Also zum Beispiel Sprache zugänglich zu machen, Hilfen, um das zu verstehen, bereitzustellen. Ich versuche nochmal eine Grafik anzubieten, die das erläutert, was im Text steht. Ich versuche durch gegenseitige Hilfsmaßnahmen, wo man sich gegenseitig im Lernen unterstützt, das wirklich die Barriere überwunden wird, dass man zum erfolgreichen Lernen kommt. Das wäre so der Grundgedanke und man nennt das Universal Design mit so einem ganz tollen neuen Begriff. Und wenn du so an die universitäre Lehre jetzt erstmal denkst, wo würde man da ansetzen oder was könnte man jetzt konkret mitgeben, wo man sagt, ein Gedanke, wo man vielleicht für sich persönlich als Lehrkraft, als angehende Lehrkraft, als in der Wissenschaft, was ist so ein Gedanke, wo du sagst, ah, das ist so ein inklusiver Gedanke, da könnte jeder mal für sich weiterdenken oder gibt es sowas, wo man sagt, es gibt Methoden, es gibt sowas, wo du sagst, oh, das habe ich mal erlebt, das hat jemand gemacht und da bereitet man sich vielleicht auch gedanklich auf einen inklusiven Unterricht, guten Unterricht vor und bleibt aufmerksam, was die Heterogenität und auch die Anforderungen betrifft. Ich sag mal, wie ich selber habe ganz viel gelernt, dass wir in einem Projekt einfach mal die Schüler gefragt haben. Das hört sich jetzt total banal an, aber wir kamen da vorher gar nicht auf die Idee. Also mal die Schüler zu fragen, wie würdest du denn gerne lernen? Oder was hat dir denn geholfen jetzt beim Lernprozess so im Rückblick? Und dann haben die uns ganz differenziert genau gesagt, das hilft mir beim Lernen, das macht es mir schwer und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und weißt du, das sind so Punkte, wo ich denke, das sind die Experten fürs Lernen, warum frage ich die denn dann? Und damit würde ich, glaube ich, anfangen. Und das, ich glaube, da haben wir einfach Experten im Klassenzimmer sitzen. Das kann ich natürlich auch methodisch sauber machen, da gibt es Fragebögen und so weiter. Ich kann aber auch so eine Struktur oder so eine Kultur, würde ich fast eher sagen, wir reden miteinander, wie unser Lernen funktioniert. Das muss ja jetzt nicht eine ganze Unterrichtsstunde sein, aber ich sag mal, so 5 Minuten am Ende von so einer Unterrichtssequenz, was hat euch Spaß gemacht, wo habt ihr richtig was verstanden, was ist nicht so gut gelaufen, dann lerne ich als Lehrer, als Lehrkraft, als Lehrende, lerne ich, was gut geht. Und das ist einfach total aufschlussreich. Wir haben ja für das Projekt haben auch einige Interviews geführt mit Schülern. Toll. Und das ist eine Ressource, die sollten wir nutzen, denke ich. So einfach kann es sein. Ja, also es hört sich vielleicht wirklich banal an. Aber es ist ja so, finde ich, manchmal gehen ja diese Offensichtlichkeiten in allem anderen auch unter. Ja. So, und dieses ganze andere, was wir, andere Grundlagen, die Theorie dahinter oder die theoretischen Grundlagen, darüber sprechen wir dann nochmal im nächsten Teil. Wir machen wieder eine kurze Pause. Und hören uns gleich wieder. So, wir haben uns guten Unterricht genähert, wir haben uns Inklusion haben wir angeschnitten. Das Thema ist natürlich noch viel, viel größer, als wir das hier darstellen können. Aber weil wir, oder gerade du, nicht nur so drüber redest, sondern du und dein Team, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, euch hier auch was dabei gedacht habt, wollen wir einfach nochmal ein bisschen über die ganze Theorie hinter eurer Herangehensweise für den guten Unterricht reden. Und wir haben schon so ein bisschen über empirische Forschung und das alles angeschnitten. Und ich fand ganz spannend bei den Sachen, die ich von euch lesen durfte, den Punkt zu Sichtstrukturen und Tiefenstrukturen. Mhm. Und würde dich bitten, kurz, so kurz wie möglich oder so
lang wie nötig, das einmal kurz darzustellen. Ja, also es soll ja nicht langweilig sein, ne? So eine Theorie ist, kann sehr schnell sehr trocken wirken, aber eigentlich geht es um die ganz spannende Frage, wie kommen wir denn zu einem guten Lernprozess? Also wie sieht ein Unterricht aus, der bei den Schülern ankommt, der Synapsen zum Knistern bringt, der Freude macht und der wirklich Dynamik im Lernprozess auslöst? Das ist so eigentlich dahinter die spannende Frage. Gut, es gibt eine Unmenge von empirischen Studien dazu, wie welche Maßnahme zu welchem Erfolg führt. Mehr oder weniger. Und man kann sagen, so ein epochemachendes Werk war tatsächlich von John Hattie, diesem neuseeländischen Kollegen. Auch hier an der Universität Oldenburg hatte die deutsche Fassung vorgestellt. Da war hier also High Life, Fernseher da und alle Räume überfüllt. Er fasst ja eigentlich nur die vorliegenden Befunde zusammen. Große internationale Studien. Und er sagt, Lernen sichtbar machen. Also es geht darum, erfahrbar zu machen, wann habe ich einen Lernerfolg. So. Und das wirklich auch wissenschaftlich zu prüfen, mit guten wissenschaftlichen Methoden, empirisch-quantitative Forschung hier anzulegen, wann profitieren Schüler von bestimmten Lernprozessen und Lernangeboten. Daraufhin gab es so eine ganze Reihe von Listen, was sind gute Methoden, was sind schlechte Methoden. War auch eine spannende und heftige Diskussion, wie sich das für Deutsche gehört. Die machen das ganz gründlich und haben sich da also ganz schön gestritten. Wir sagen, es ist gar nicht so die eine Methode. Und da stützen wir uns auf eine ganze Reihe von Kollegen, die auch dazu arbeiten. Besonders auch in anderen Projekten arbeiten wir mit Kollege Ulrich Trautwein zum Beispiel von der pädagogischen Psychologie zusammen. Die sagen, es ist nicht die einzelne Methode. Mache ich Projektunterricht oder nicht? Mache ich kooperative Lernform oder nicht? Mache ich Stationslernen oder nicht? Das ist nicht der entscheidende Faktor. Das ist das, was ich zwar beobachten kann, das sehe ich im Klassenzimmer. Okay, da sind Stationen aufgebaut und jetzt gehen die Schüler von einer Station zur anderen und sie tun dort was. Das ist das, was ich sehe. Aber führt das auch tatsächlich zum Lernerfolg? Führt das dazu, dass die Schüler von ihrem Lernstand aus nächsten Schritt machen, weiterkommen, Erfolg erleben? So. Und da kommen die Kollegen zu der Erkenntnis, die greifen wir hier in unserem Projekt auf, es ist nicht so sehr das, was ich beobachten kann, sondern das, was in der Tiefe passiert. Und da kommen sie mit diesen Begriffen Sichtstrukturen, das, was ich beobachten kann, wie ist das Klassenzimmer gestaltet, welche Materialien werden genutzt, wie lange mache ich was, alles das kann ich gut beobachten. Aber eigentlich ist erklärungsmächtiger, also wichtiger, was in der Tiefe passiert. Und dann nennen sie drei Dimensionen. Zum einen die kognitive Aktivierung. Schöner Begriff, kognitiv, also im Kopf. Aktivierung, da muss was passieren, da muss Action sein, da muss was an Aktivität erfolgen. Das ist übrigens so ein Punkt, wann langweilen sich Schüler und was machen sie dann? Sie langweilen sich, wenn sie die Aufgabe kennen oder wenn sie sie überhaupt nicht verstehen. So. Man braucht also so eine Zone der nächsten Entwicklung, hat Vygotsky das genannt. Das, was ich anfänglich verstehe, das ist spannend, da werde ich aktiv. Wenn ich kognitiv nicht aktiv bin, dann suche ich mir eine andere Aktivität, dann kann ich mal mit dem Nachbar schwätzen und dann kann ich mal Kügelchen machen und so weiter. So. Also kognitive Aktivierung, ich merke, ich kann das, aber ich muss mich auch anstrengen, ich muss was tun dafür. Das ist die eine Tiefendimension. Die zweite, konstruktive Unterstützung. Wenn ich Schwierigkeiten habe, weiß ich, da kriege ich Hilfe. Da kann ich wo nachgucken oder ich kann jemanden fragen oder ich kann wo klicken, wo ich dann Hilfe aufgeblendet bekomme. Also ganz verschiedene Formen. Dieses konstruktive Feedback ist dann so etwas wie eine Rückmeldung. Habe ich jetzt gut gemacht? Diese konstruktive Unterstützung hilft mir dann, wenn ich gerade so Rückmeldung gebe, bin ich erfolgreich gewesen, da muss ich nochmal genauer hingucken. Das heißt, es führt wieder zu Aktivität. Ich bin aktiv dabei, meinen Lernprozess selber zu gestalten und kriege dazu Hilfen durch ein Feedback, habe ich gut gemacht oder da musst du nochmal genauer gucken, da hast du einen Fehler gemacht, beim nächsten Mal mache ich es anders. Und die dritte Dimension, also kognitive Aktivierung, konstruktives Feedback, konstruktive Unterstützung. Und die dritte Dimension ist Classroom-Management. Wie strukturiert eine Lehrkraft ein Klassenzimmer? Wenn du reingehst in ein Klassenzimmer, siehst du unheimlich unterschiedliche Strukturen. Da gibt es sehr klar strukturierte Räume und manchmal gibt es auch Räume,
wenn wir so Elternabend haben, da kommst du rein und rums, alle stoßen gegen die erste Tischgruppe. Das passiert den Schülern auch, wenn die aus der Pause wiederkommen. Rums dagegen und dann geht es schon mal los. Da hast du schon mal Konfliktpotenzial im Klassenzimmer. Also das beginnt damit, wie strukturiere ich den Raum, aber auch wie strukturiere ich die Lernprozesse, welche Methoden setze ich ein, wie gebe ich Verantwortung an die Schüler für die Lernprozesse selber. Gibt es klare Regeln, zum Beispiel auch für verschiedene Bereiche, da gibt es eine Leseecke, da ist man leise, da gibt es eine Versuchsecke, da mache ich kleine Experimente, da muss ich mit Partner intensiv zusammenarbeiten, habe ich auch meine Regeln. Alles das nennt man Classroom-Management, also das, was ich als Lehrkraft vorbereite. Und das sind die drei tiefen Dimensionen, die einfach direkt auf das Lernen, auf die Interaktion der Schüler und auf die soziale Struktur und auch auf die emotionalen Dimensionen einwirken. Und die sind wichtiger als, setze ich die Maßnahme ein, mache ich sowas wie direkte Instruktion oder mache ich irgendwie eine Einzelarbeit oder so. Das ist nicht so das Entscheidende, sondern erreiche ich durch Einzelarbeit, durch direkte Instruktion, durch die Peers, erreiche ich diese tiefen Dimensionen. Und das, finde ich, ist eigentlich das Spannende, dass eine Lehrkraft jetzt eigentlich das ganze Repertoire an Methoden, die wir so haben, anschauen kann, sagen kann, okay, das finde ich eine tolle Methode, aber erreiche ich denn damit, dass die Synapsen knistern, dass die Schüler anfangen zu lernen, dass die gut miteinander arbeiten. Und das sind so Entscheidungsprozesse, die ich durch das Wissen über gute Strukturen des Unterrichts, die ich dadurch anstoße. Jetzt ist meine Frage, warum in der öffentlichen Diskussion eigentlich, also wenn ich so drüber nachdenke, habe ich nur Sichtstrukturen im Kopf, über die geredet wird. Wie kriegt man es hin, die tiefen Strukturen sozusagen ans Licht zu zerren? Mir fällt, wenn du das so sagst, fällt mir das noch auf. In meinem Referendariat war ich beim älteren Kollegen und der hat einen klassischen Frontalunterricht gemacht, Unterrichtsgespräch mit den Schülern, aber auf eine Art und Weise, die atemberaubend war, die spannend war, wo alle Schüler genau wussten, hier gelten die Regeln und wenn ich mich melde, komme ich auch auf jeden Fall dran. Und die Aufgaben, die gestellt wurden, waren genau auf dem Niveau, dass die Schüler weitergedacht haben. Daran habe ich so im Nachhinein, nachdem ich diese Forschung gesehen habe, gemerkt, hoppla, es kommt gar nicht so sehr auf diese Sichtebene an, sondern erreiche ich durch diese Methoden auf der Sichtebene, erreiche ich da die tiefen Ebenen, die wirklichen Lernprozesse. So. Und du hast völlig recht, die auch in der wissenschaftlichen Forschung, in der wissenschaftlichen Diskurs wird ganz viel auch auf dieser Sichtebene diskutiert. Und das ist gut und das ist schlecht und das benachteiligt Schüler und das hilft ihnen und so weiter. Das ist aber, da gibt es immer Gegenbefunde. Du hast immer auch, dass eine Maßnahme gut wirkt. Und warum ist das so? Weil es vielleicht in der Anwendung genau passt für deine Lerngruppe, genau für deine Klasse, die richtige Vorgehensweise ist. Oder du fühlst dich sauwohl, du kannst das, du beherrschst ein gutes Unterrichtsgespräch. Warum dann nicht? Wenn die Schüler das gerne mitmachen, die wissen genau, das sind die nächsten Schritte, dann mach ein gutes Unterrichtsgespräch. Aber schau darauf, dass du tatsächlich Lernprozesse anregst, dass du beobachten kannst, okay, die Schüler machen ihre Lernfortschritte. Und das kann ich natürlich beobachten, indem ich auch sowas wie regelmäßige kleine Tests mache. Lernverlaufsdiagnostik nennt sich das heute. Also, dass ich so kleine 5-Minuten-Tests mache, wo die Schüler vielleicht sich gegenseitig befragen und die Antworten sind für den, der fragt, klar. Der kann also sagen, hast du richtig beantwortet oder hast du Fehler gemacht? Sowas regelmäßig zu machen, gibt dir ein Feedback als Lehrkraft, die haben das verstanden, oder auch an die Schüler. Und dann merken die, Lernfortschritt gemacht. Und daran kannst du prüfen, ob du tatsächlich diese tiefen Dimensionen erreichst. Also sage ich jetzt mal salopp, die Sichtstrukturen sind austauschbar. Ja. Also das, was man sozusagen für sich gute Kriterien oder einen Weg zu gutem Unterricht zu finden, sind die tiefen Strukturen, der Weg, der dahin beschritten wird, über die Sichtstrukturen, ist nach individueller Vorliebe der Lehrkraft und der Klasse sozusagen zu gestalten. Es gibt natürlich Sichtstrukturen, jetzt hast du es natürlich ein bisschen auf die Spitze getrieben, um mich auch ein bisschen herauszufordern, da gebe ich dir, dem steige ich sofort nach. Also du hast natürlich recht. Es ist ja nicht so, dass jede Sichtstruktur automatisch zu der tiefen Struktur führt. Ne? Also wir haben zum Beispiel lange diskutiert über offenen Unterricht, wie gut der ist. Und
die Effekte, wenn man die Hattie-Studie reinschaut, sind null. Also wenn du alle Studien zusammennimmst, erreichst du genau das Gleiche, wie wenn du ganz anderen Unterricht machst. So. Es gibt aber durchaus Befunde, die zeigen, andere Formen sind sehr wirksam. Jetzt auch für unseren Kontext, Inklusion. Direkte Instruktion, wo ich als Lehrkraft in 5 bis 10 Minuten den Inhalt sehr klar, sehr anschaulich darstelle, erkläre, erläutere. Die Schüler gehen das aktiv mit. Dann gibt es eine Phase der angeleiteten Übung und dann gibt es eine Phase der freien Übung. Das ist das, was sehr viel schneller und sehr viel sicherer zum Lernerfolg führt. Auch das kann man schlecht machen, dann lernen die Schüler auch nichts. Aber wenn ich das gut vorbereite, ist die Chance, dass ich damit genau das Lernen anrege, sehr viel größer. Das heißt, wir müssen schon wissen, was sind diese Sichtstrukturen, die leichter zum Lernerfolg in der Tiefe führen. Da sollte ich durchaus das Wissen, die Kenntnisse über wirksame Unterrichtsmethoden bevorzugt heranziehen und überlegen, wie kann ich die jetzt für diesen Lernprozess und für diese Lerngruppe gut gestalten. Und wenn ich jetzt eine Lehrkraft wäre, würdest du dann sagen, auch da könnte man wieder über das Feedback der Schülerinnen und Schüler arbeiten, um sozusagen seinen Weg zu finden? Oder geht das noch mehr über den theoretischen Ansatz doch wieder von vorne? Also ich würde beides vorschlagen. Das ist immer eine gute Antwort. Ne? Naja, aber ich sag mal so, wir haben ja oft die Diskussion, ja, dass zum Beispiel direkte Instruktion, ich greife es nochmal auf, das ist etwas, was an den Interessen der Schüler vorbeigeht. Wenn man die Schüler befragt, ist das gar nicht so. Die finden das toll, wenn sie was klar erklärt bekommen und dann üben können und dann auch wissen hinterher, haben wir verstanden, haben wir gelernt. So, da sind die eigentlich gut zufrieden. Das zeigen schon Studien seit den 60er Jahren kontinuierlich bis heute. Die Lernfreude ist deutlich höher, wenn man so eine Maßnahme einsetzt. Das heißt, ich kann auch die Schüler fragen. Und die werden dann auch oft überraschende Ergebnisse berichten. Wir haben oft zum Beispiel auch gedacht, solche Projektarbeit, das löst doch Begeisterung bei den Schülern aus. Ist gar nicht so. Oder kontinuierliche Arbeit an den Stationen, auf Dauer ist es langweilig. So. Und das heißt, ich kann mir durchaus so ein Feedback von den Schülern holen, da kriege ich das. Aber es hilft mir natürlich, wenn ich weiß, die Wissenschaft hat festgestellt, ja, klassischer Zugang, Wissenschaft hat festgestellt, das sind die Maßnahmen, die besser zum Erfolg führen. Damit würde ich anfangen. Und natürlich ist es gut, wenn ich ein Repertoire habe und ich merke, Mensch, das war jetzt nicht so toll oder ich habe mich auch nicht so wohl gefühlt und die Schüler haben es auch nicht so begeistert aufgenommen. Ich versuche es nächstes Mal mit einem anderen Ansatz. Aber auch so ein Wissen, und darum geht es auch in unserem Projekt, ein Wissen mitzubringen, das ist nach dem aktuellen Forschungsstand das, was die bestgeeigneten Verfahren sind, um guten Unterricht zu gestalten. Das hilft, dann muss ich nicht alles selber ausprobieren, sondern ich kann auch erstmal die Verfahren nutzen, die sich bewährt haben. So. Und dann kann man aber auch genauer hinschauen, wie muss ich es denn machen? Direkte Instruktion ist was anderes als der alte Frontalunterricht. Wenn ich weiß, da gibt es eine Instruktionsphase, die muss aber sehr klar strukturiert sein und die ist auch nur eine begrenzte Phase von 5 bis 10 Minuten und danach kommen diese anderen Phasen, dann mache ich schon mal viele Fehler nicht. Und dafür hilft mir Forschung, die also klar untersucht, das ist die Vorgehensweise, darauf muss man achten, das führt zum Erfolg. Und wenn man es so macht, ist es weniger erfolgreich. Also insofern, ich glaube in der Tat, es hilft, dass wir uns informieren über den Forschungsstand, was sind gute Verfahren und wie muss ich die einsetzen. Und ich kann die immer auch nochmal mit den Schülern diskutieren, was hat euch dabei geholfen, wo war es schwierig. Ja, ich denke mal, der Start ist immer die gute Theorie und die gute theoretische Basis. Und wohin uns und dieses Projekt noch dieser Start führt, darüber sprechen wir gleich dann im letzten Teil. Und ja, dann hören wir uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon wieder. Und wir haben ja gerade schon angekündigt, dass wir uns jetzt so ein bisschen der Zukunft widmen. Und ja, und damit schließt sich gleich die Frage an Clemens. Was sind die nächsten Schritte für euer Projekt? Also wir sind ja jetzt so in diesem ersten Modul, wo es um diese Kategorie des guten Unterrichts geht und die ganzen Dimensionen mit Sichtstrukturen, Tiefenstrukturen, wir haben sie jetzt genannt. Es wird dann auch noch ein Element geben, wo wir über das Classroom-Management informieren, weil das einfach schon eine ganze Reihe von Dimensionen sind, aber doch sehr anschaulich und sehr praktikable Dimensionen. Wenn ich mir einfach mal so vorstelle, Mensch, wo gibt es denn
wie sollte ich denn meinen Unterrichtsraum gestalten, wie sollte ich die Strukturierung machen in die Regeln und wie können kooperative, peergestützte Formen aussehen. Also alles das sind so Punkte, die man auch sehr gut in Handlungswissen überführen kann, wo ich was mitnehme, wo ich anfangen kann, meinen Unterricht zu verbessern. Das wäre so noch ein wichtiges Bestandteil in unserem ersten Modul. Im zweiten Modul geht es tatsächlich dann um Inklusion als Auftrag. Wir haben es unterschrieben, die UN-Konvention 2006 verfasst, 2009 in Deutschland in Kraft getreten. Inklusion als Auftrag, den Bedürfnissen aller Lernenden gerecht zu werden. Das wäre ein spannendes Thema in unserem zweiten Schritt. Und der dritte Schritt, da geht es darum, wie kann ich denn beobachten, feststellen, was so die Lernausgangslage ist. Also mit was kommen meine Schüler in den Unterricht? Das ist ein ganz spannendes Thema, aber wenig bisher, ja, so in Handlungswissen bisher überführt. Und da versuchen wir mal so zusammenzutragen, was man da schon weiß. Also das wären so die nächsten Schritte. Und da liegt, glaube ich, schon noch einiges an Brisanz drin. Bestimmt. Ich finde, jetzt für euch ist eigentlich die Frage sehr wichtig, wie macht man Lehrende wieder zu Lernenden? Das stimmt. Also eigentlich, wenn du das schon so sagst, dann wäre schon der erste große Schritt getan. Ich als Lehrender, der immer wieder lernt. Und ich sag mal, wir alle sind Lehrkräfte geworden, weil wir es auch gerne machen. Wir wollen gerne Lernen unterstützen und auch ich selber mich als Lernenden zu verstehen. Das wäre schon mal der Startpunkt. So, wie kann ich lernen? Das schließt sich ja dann sofort an. Also zum einen glaube ich in der Tat, der Trend zum Zweitbuch ist nicht falsch. Also nochmal Literatur in die Hand zu nehmen, nochmal einen Aufsatz zu lesen oder nochmal sich einen Vortrag anzuhören oder über die neuen Medien auch sich zu informieren. Da gibt es inzwischen doch eine ganze Reihe von guten Möglichkeiten. Es gibt in YouTube gibt es Channels, die auch Wissenschaft aufarbeiten. Sich da zu informieren, das ist relativ einfach heutzutage möglich. Dann ist man Lernender und da gibt es bestimmt auch ganz spannende Formate, auch die man nutzen kann. So, OER, darum nutzen wir das ja auch, ist so ein einfacher, barrierearmer Zugang, wo ich sehr leicht mich informieren kann. Und das, glaube ich, wird sich auch ausbauen. Das ist das eine. Und der zweite Punkt, den hatten wir schon an mehreren Stellen, mit meinen Schülern sprechen. Also von denen lernen zu wollen, ihnen zu sagen, Mensch, sagt's mir doch, was geht? Was geht nicht gut? Was sind Themen, die euch interessieren? Welche Methoden können denn hilfreich sein? Und das können dir bereits Erstklässler sagen. Also die haben uns zum Beispiel in einem anderen Projekt haben die uns gesagt, das war super, diese Maßnahme, das haben wir gerne gemacht und das war nicht so schön. Da gab es ganz viel Krach im Klassenzimmer. Das war nicht schön, da konnte ich nicht gut lernen. Das heißt, ich kann natürlich entsprechend dem jeweiligen Niveau, kann ich mir Feedback einholen. Das wären also zwei Dinge, aber ein ganz wichtiger dritter Punkt wäre Kooperation, die Kollegen. Ich habe zum Beispiel in meinem Referendariat haben wir uns gegenseitig besucht. Ich sage mal, wir waren beides Anfänger. Ich habe auch später als Lehrkraft habe ich gerne Leute eingeladen, komm in meinen Unterricht, guck dir das mal an. Wie würdest du es denn anders machen? Das ist immer ein bisschen eine sensible Sache, weil du stehst immer als Person auch da vorne. Und wenn da Kritik geäußert wird, da ist leicht die Tendenz, das geht jetzt in mein Innerstes so. Da muss man ein bisschen, da würde ich Personen einladen, denen ich vertraue. Aber das ist total wertvoll. Ich habe da unheimlich viel gelernt, dass wir uns gegenseitig einfach mal Feedback gegeben haben. Guck mal, das hat gut geklappt. Und da hast du was gesagt, das habe ich selber nicht verstanden. Das haben die Schüler auch nicht verstanden. So. Und das, verstehst du, das sind so Anstöße, wo du, glaube ich, besser wirst und wo du dann merkst, hoppla, das hilft mir sehr. Was nicht unwichtig war für mich, meine ersten Unterrichtsversuche, meine ersten Verlaufspläne habe ich meiner Frau vorgestellt und die ist überhaupt keine Pädagogin und die hat nur gesagt, das kann kein Kind verstehen. Und weißt du, da habe ich gelernt, hoppla, du musst wirklich die Schüler verstehen, wo sie sind und so eine kritische Rückmeldung war total wertvoll. Und das ist, glaube ich, so, wo wir uns selber als Lernende verstehen. Und ich glaube, da bleibt man auch lebendig in dem Beruf. Du hast schon so ein bisschen was davon angerissen, worauf ich jetzt mit meiner letzten Frage hinauskommen wollte. Und deswegen bitte ich dich nochmal ganz kurz für dich vielleicht einfach ein, zwei Sätzen zu sagen, was wünschst du Lehrkräften für den Berufsalltag und speziell auch den Unterricht? Ja,
Also ich fange mal mit diesem letzten Punkt an. Tolle Kollegen, das wünsche ich wirklich jedem, der in den Lehrerberuf, Lehrkraftberuf einsteigt. Wir sehen halt in vielen Studien, die Aufgaben können groß sein, die Herausforderungen können groß sein, die Rahmenbedingungen können schlecht sein. Aber wenn das Kollegium sagt, wir packen das und wir ziehen am gemeinsamen Strick und wir unterstützen uns gegenseitig, dann machen die ganz oft ganz tolle Entwicklungsschritte. Es gibt natürlich auch Grenzen, ganz klar. Man muss auch entsprechende Rahmenbedingungen haben, aber vieles können Teams wirklich ganz toll auf die Beine stellen. Und da kann man dann auch zum Beispiel an die Kommune Erwartungen äußern. Man kann sagen, wir machen uns hier auf den Weg. Und da gibt es viele tolle Schulen, die trotz zum Beispiel sozialen Brennpunkt einfach eine tolle Entwicklung machen. Und das geht, glaube ich, ganz stark von diesen Teams aus. Dafür sind Schulleitungen ganz entscheidend. Das wäre ein Wunsch, den ich für Lehrkräfte hätte. Der zweite Wunsch, den entnehme ich aus Forschungen zu Lehrkräften in der Inklusion. Wenn man die befragt, gibt es so schöne internationale Studien, was ist somit das Wichtigste, damit du Spaß hast, damit du das bewältigst, diese Aufgabe? Der erste Punkt, der von allen genannt wird, Humor. Man muss mal lachen können. Man muss mal lachen können, miteinander, mit den Schülern, auch mal über sich selber. Ich sag mal, mein Seminarleiter hat gesagt, wenn nicht einmal am Tag in der Schule gelacht wird, dann war es ein verlorener Tag. Und wenn man das mitnimmt, wenn man mal, ich sag mal, versucht, auch Humor in diese Interaktion mit hineinzunehmen, so sauber wie ich Unterricht plane, aber dann auch mal zusammen zu lachen, super. Ich finde, das sind sehr schöne Wünsche und die lassen mich lächeln. Ich hoffe, die lassen alle Zuhörenden auch mit einem Lächeln jetzt hier mit uns gemeinsam aus dem Podcast rausgehen. Clemens, ich bedanke mich und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich fand es sehr spannend und freue mich drauf, dass wir das dann nochmal machen zu den weiteren Themen. Und ja, wünsche allen einen schönen Tag und überlasse dir die letzten Worte. Ich danke dir für die Fragen von außen. Die regen uns total an und ich danke dir für die tolle Moderation. Ich danke allen, die zugehört haben und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und wiederhören. Bis dahin, tschüss. Dieser Podcast wurde unter der Creative Commons Lizenz CC BY 4.0 veröffentlicht und ist zur Weiternutzung freigegeben. Mehr Informationen zu den Lizenzbedingungen, dem Projekt und den Materialien finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.uol.de/oer-lkb. Vielen Dank und auf Wiederhören!